Seit 5 Jahren fahre ich mit einem Garmin Sumo XT. Diesmal dürfte ich mit XT 2 Erfahrung sammeln. Positive, aber auch negative. Alles werde ich euch in diesem Video erzählen. Muss ich mich konzentrieren, welche ist. Das ist XT 2 und das ist XT. Grüß euch, ihr Lieben. In diesem Video gehe ich nicht die technischen Daten an, sondern erzähle ich euch von meiner Erfahrung mit dem Gerät. Es gibt unzählige Videos auf YouTube, die Menschen, die viel besser als ich damit sich auskennen und erklären, welche Knöpfe, welche Funktion was macht. Das Ganze wurde sehr viel besprochen, aber das, was nicht besprochen worden ist, ist meine Erfahrung aus Deutschland. Das muss ich euch erzählen. Fange ich aber gleich mit XT an, ein Gerät, was ich mir vor 5-6 Jahren zugelegt habe. Ich kann mich daran erinnern, als ich zum ersten Mal mit Africa Twin Offroad-Fahrerei angehen wollte, also wirklich eine Offroad-Reise, Offroad-Tour machen wollte, war dann Entscheidung ganz schnell gefallen. Ich habe mich entschieden für ACT Italien. So, damals war ich ein bisschen mit Handy unterwegs, ich bin ein bisschen mit TomTom unterwegs. War die Zeit da, um ein gescheites Gerät, ein Hardcore-Gerät zuzulegen. Entscheidung ist gefallen, habe ich mir ein Garmin XT zugelegt. Es war nicht einmal angebracht am Motorrad, also mit Navi-Halterung am Lenker hatte ich montiert. Und mit USB-Kabel und so an Motorrad angeschlossen, damit es nur funktioniert. Das war letzte Minute Entscheidung. Bei Louis, glaube ich, habe ich gekauft und habe mich einfach auf den Weg gemacht. Also Gepäcksdaten mit Handy sogar drauf gespeichert und habe mich auf den Weg Richtung Italien gemacht. Es hat super funktioniert, es hat ganz gut funktioniert. Ab und zu habe ich gefiebert, als es geregnet hat, weil eben, wie gesagt, das war mit USB angeschlossen. Aber es hat standgehalten und es funktioniert immer noch bis heute. Damit bin ich sehr viele Reisen gemacht, damit bin ich sehr viele Kilometer gefahren. Wenn ich so grob sagen darf, über 100.000 Kilometer bin ich mit dem Gerät gefahren. Sehr zufrieden, sehr, sehr zufrieden. Das ist ein richtig Hardcore-Gerät. Ich möchte es nicht hergeben. Ja. Ich kann mich daran erinnern, als ich diese, keine Ahnung, 2 Meter Kabel irgendwo in Verkleidung von Africa Twin verschwinden lassen konnte. Das war mühsam mit dieser Adapter, kleinen Adapter, die man nicht wegschneiden, wegsägen kann. Ja, genau. Also du hast ja einen 12-Volt Anschluss und das Gerät arbeitet aber intern mit 5 Volt. Wir sind bei XT2. Gilt für beide Geräte, okay. Grundsätzlich. Ja. Und du hast jetzt am Kabel ungefähr nach einem Meter hast du so einen kleinen Transformator, einen Stromwandler drauf, der von 12 auf 5 Volt runterregelt und den darfst du auf keinen Fall wegschneiden, weil sonst fährst du mit 12 Volt in deinem 5 Volt Gerät und dann ist es kaputt. Und deswegen mehr oder weniger ist es notwendig, dass du dieses ganze Kabel eben irgendwo, wie du es gesagt hast, hineinstopfst. Ja. Und es gibt Situationen, zum Beispiel, ich habe unter anderem eine kleine KTM XC450. Da habe ich mit dem XT damals das ganze Kabel vorne hinter der Maske verstecken müssen. Beim XT2 ist das eben anders gelöst. Da habe ich diesen Transformator nicht, sondern da kommt direkt ein 12-Volt-Kabel aus der Montageplatte raus. Alles klar. Und die kann ich auch kürzen. Das heißt, mit einem halben Meter Kabel bin ich gut bedient. Ich brauche keinen Transformator und ich brauche keine lange Kabel und Versteckerei. Eines Tages habe ich auf Instagram eine Werbung, eine Einladung gesehen. Es gibt, glaube ich, immer noch, ich gebe den Link dazu unten in der Beschreibung. Diese Aktion war von Touratec Österreich und es war so, wenn man ein XT-Navi hat,
auf sein Motorrad. Sollte bitte herkommen, ein X-Tet 2 sich holen und das ausprobieren. Um einfach ausprobieren. Ein Wochenende, wenn man herumfahren möchte. Natürlich, ich, neugierig, möchte ich auch das ausprobieren. Habe ich dann Niki angeschrieben. Ich habe gesagt, Niki, wie schaut's aus? Ich habe eine Reise vor mir, möchte ich Richtung Deutschland fahren. Und würde ich gern das Gerät ausprobieren. Und das Gerät testen, werde ich ja meine Erfahrung in ein Video zusammenpacken mit dem, was du im Kopf behalten sollst. Ich bleibe ehrlich. Wenn es mir nicht gefällt, dann sage ich, gefällt es mir nicht. Und wenn es mir gefällt, sage ich, hervorragend, gefällt es mir. Kann man das machen? Niki hat gemeint, ja, natürlich, das ist uns auch am liebsten, dass du das so machst und das einfach ehrlich alles rüberbringst. Passt, habe ich gesagt, Niki, ich komme, ich werde dich auch kennenlernen, ich werde mich freundlich kennenlernen. Ich komme vorbei und hole ich mir das Gerät, schaue mir das an. Wenn man XD hat, kann gleich XD2 auf den Halterung draufgeben und es funktioniert, ja. Andersrum funktioniert nicht. Also wenn man XD2 hat mit der Halterung, die hat, glaube ich, die Halterung hat drei Polen. Mit der Halterung kann man XD nicht benutzen. Alles, was mit XD kommt und alles mit XD2 kommt, ist ähnlich gleich, was Qualität angeht. Ganz gleich, würde ich behaupten, von dem, was ich gesehen habe. Von der Halterung habe ich überhaupt kein, mit der Halterung habe ich überhaupt kein Problem gehabt in diesen 5-6 Jahren. Hat es immer gut gehalten, Offroad, Onroad, keine Ahnung, Regen, überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Problem habe ich damit gehabt. Robust bis auf nicht mehr geht. Das kann ich Hand auf Feuer legen. Und die Halterung ist hier auch vor verbunden mit dem Kabel. Also bei XD kommt der Kabel und Halterung auseinander und man muss da diese Kabel reinfuchsen. Ich hasse diese kleine, winzig kleine Schraube, die damit kommt. Wenn das verloren geht, es gibt, glaube ich, ein Extra dabei, aber wenn das verloren geht, dann bist du verloren. Das ist der einzige Punkt. In dem Fall bei XD2 kommt diese Schraube und Halterung und Kabel alles zusammengebastelt, zusammengebaut, für dich bereit, um dein Motorrad damit zu bestücken. Ja, Motorrad hat auch Platz, um irgendwas zu verstecken, um Kabelsalat zu verstecken, aber das könnte man vermeiden. So, jetzt hat man vermieden, jetzt hat man nur ein Kabel, braucht man keinen Adapter mehr extra montieren. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist ein echter Pluspunkt für XD2. Stell dir mal vor, ich habe kein Navigationsgerät, gar nicht. Und ich möchte, habe mich entschieden, von Garmin mir irgendwas holen. Ja. Wo stehe ich? Ja. Welchen Gerät soll ich holen? Also grundsätzlich empfehlen wir das Neueste. Garmin versucht natürlich immer neue Funktionen zu implementieren, immer besser zu werden. Und das XD2 ist halt aktuell das Flaggschiff jetzt für die nächsten sicher 2-3 Jahre von Garmin. Das heißt, ich habe den größten Funktionsumfang, den größten Kartenumfang. Großes Display wird ganz einfach immer wichtiger, wird immer mehr bei den Kunden gefragt. Also grundsätzlich empfehlen wir den sehr. Wir verkaufen das gerne zusammen mit der Touradech-Halterung, das sieht so aus. Das ist eine absperrbare Halterung,
ja, die wir doch empfehlen, vor allem, weil wir viele Kunden haben, die wirklich Adventure-Reisende sind. Das heißt, die fahren noch mal ins Gelände und da kommen doch Schläge auf die Gabel und aufs Cockpit und dass das Gerät nicht davon fliegt. Das ist zwar eigentlich sehr gut eingeklipst, aber trotzdem, wir haben Geräte gehabt, die davon geflogen sind. Deswegen empfehlen wir das. Und das, das kostet ist absperrbar. Das ist absperrbar. Ja. Kostet im Set dann doch 750 Euro. Das würde ich jetzt einem Einsteiger nicht unbedingt ans Herz legen. Gibt es kleinere Geräte wie den XT, der kostet 200 oder weniger. Von der Firmware her, Garmin hat da jetzt Android dahinter liegen. Mhm. Man sieht das zwar nicht, also du kannst keine Android-Apps runterladen oder so, aber es ist ein topmodernes Betriebssystem dahinter und nicht mehr das Garmin-eigene. Ah, okay. Ja, und das merkst du auch ganz einfach in der Bedienung, in der Hardware, in der Konnektivität mit dem Handy und diese ganzen Geschichten, was die Geräte können, Bluetooth-Verbindungen und so weiter. Mit der einzigen Ausnahme, dass wenn du aus der BMW-Welt kommst und Basecamp zur Routenplanung verwenden möchtest, empfehlen wir nachher vor den XT, weil die Kompatibilität ganz einfach besser. Bei Basecamp. Es genau. geht um Basecamp und nicht ja. die Funktionalität von dem Gerät. Genau. Bei XT zum Routenplanen habe ich richtig, richtig zu kämpfen gehabt, weil, wie man weiß, Garmin Basecamp, mir ist lieber einfach mit einer Papierkarte herumzufahren, anstatt mich an Basecamp zu kämpfen und irgendwas planen, ehrlich. Oder einfach Nase nach. Die Leute, die sich damit auskennen, die sich reingefuchst haben und diejenigen, die diese App, diese Webseite, wie auch immer man nennen darf, benutzen können, können sich freuen oder können sie es einfach leicht benutzen. Ich gehöre nicht zu denen. Es ist einfach unerklärlich für mich, wenn ich das benutzen möchte. Ja? Eben, viele kennen sich aus, machen es in Viertelstunde. Für mich ist eine Wochenarbeit, wenn ich eine Tour planen möchte. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich zu dem Punkt bringt, ja? Bei XT2 Routenplanung ist wie ein 16-Jähriger, der mir erklären möchte, wie TikTok funktioniert, ja? Du sagst, da ist die Kamera und da ist der Filter und da kannst du beenden und da ist der Record-Button und fertig. So einfach kann er mir erzählen. Bei XT und Garmin Basecamp, es ist so, als ob ein 70-Jähriger mir erklären möchte, wie TikTok funktioniert. Der fängt wahrscheinlich an mit, ja, diese Firma wurde da gegründet und keine Ahnung, und der hat den blockiert und da, diese Font kannst du benutzen, aber das ja nicht benutzt. Alter, es... Es tut mir leid, dass ich es ansprechen muss, aber Basecamp für mich ist diese Version und Trade, was ich jetzt erzähle, ist diese Version. So Tag und Nacht Unterschied. Und was ist Trade? Trade ist diese App, was mit XT2 funktioniert. Also das ist eine Routenplanung-App, die am besten mit XT2 funktioniert. Ja, man kann mit Garmin XT auch benutzen, aber nicht wirklich, nicht wirklich. Also wenn man GPX-Daten von Trade exportiert und auf XT importiert, das Ergebnis ist nicht so wirklich. Ich habe es auf mein iPad drauf gehabt, iPad mit XT2 verbunden, das kann man auch mit Handy, habe ich mit XT2 verbunden und Route geplant. Da kommt auch viele Empfehlungen. Jetzt rede ich von Trade, jetzt rede ich von App. Da kommt Empfehlungen. Diese Strecke ist von Michelin, glaube ich, Green Guide. Und es gibt die Route, die beliebte Motorradstrecke sind. Noch dazu, es gibt viele Funktionen, es gibt viele Empfehlungen von Haus aus auf dem Gerät, aber auch auf Trade, die man bei einer Routenplanung benutzen kann. Das hat aber eine Funktion, die für mich ein Boah war. Also wirklich.
viele Navigations-App und Navigationsgerät und so, wir kennen, wir benutzen, viele haben das, einige fahren mit Handy und mit Kalimotor und was weiß ich, alles auch. Ja, das ist gut und schön. Es gibt eine Funktion bei dieser Trade und auch bei XT2, die ich nirgendwo gesehen habe. Und das war für mich eine Entscheidungsoption, um zu sagen, genau deswegen nehme ich dieses Gerät. Nehmen wir an, es gibt einen Bergpass. Ich möchte in einem Tag dorthin fahren, erleben und zurückfahren. Zwischen mir und diesem Bergpass ist sehr lange Strecke. Ich möchte ein bisschen davon Autobahn nehmen und dann Bergpass und ein paar Landesstraßen nehmen und danach noch einmal Autobahn nach Hause. Das hatte ich bis jetzt fast mit keinem Gerät geschafft, ohne 2-3 Etappen zu planen. Ja? Jetzt pass auf. Bei Trade oder auch auf Garmin XT2. Du kannst eine Route planen, indem anstatt 2-3 unterschiedliche Fahrten und Touren und Tagen planen, sagen, okay, von Kilometer 0 bis Kilometer 50 zum Beispiel, diese Route darf Autobahn sein. Und ab dem Punkt fahren wir über Landesstraße und ab dem Punkt fahren wir Offroad und ab dem Punkt fahren wir nochmal Autobahn. Das kann man in einem Schuss machen, das kann man in einem Schlag machen. Das hatte ich bis dato nirgendwo gesehen. Habe ich nirgendwo gesehen. Du kannst mit unterschiedlichen Navigations-App versuchen, es funktioniert nicht. Bei XT hat es auch damals nicht gegeben, jetzt gibt es auch nicht. Wenn du eine Landstraße planst und irgendwo auf die Autobahn fährst, um schnell zu sein, immer wieder versucht, dich aus der Autobahn rauszukriegen. Das nervt ein bisschen. Aber das ist ein sehr großer, einladender Punkt, wo man sich wirklich für XT2 entscheiden könnte. Und Trade, wie gesagt, es läuft alles über WLAN. Ne? Update und keine Ahnung, alles läuft über WLAN. Und wenn mit dem Handy verbunden ist, dauert keine 10 Sekunden, keine 15 Sekunden. Die Route, die du geplant hast auf deinem Handy oder auf deinem Tablet, wo auch immer, mit Trade verbunden hast, dauert keine 15 Sekunden. Die Route ist auf XT2 und kannst du einfach loslegen. Noch einmal, überraschend, was Neues von Garmin, was echt Neues von Garmin. Gib mir einen Grund, wo ich sage, ja, das stimmt, ich brauche XT2, jetzt muss ich umsteigen. Ganz ehrlich gesagt, ich sehe das nicht als ein Gerät zum Umsteigen. Okay. Ein wesentlicher Unterschied ist diese Routenplanung mit dem Handy. Ja? Das macht auch den XT in unseren Augen noch immer wichtig, weil wir haben viele BMW-Fahrer hier, die vom BMW Navigator kommen, mit dem sie unglücklich sind, aber die Routenplanung mit Basecamp gewohnt sind. Aha. Ja? Ja. Und wenn du Basecamp einmal gelernt hast, willst du dieses Wissen, dieses mühsam erarbeitete Wissen nicht mehr sozusagen verschwenden und willst das auch dann weitermachen. Weil wenn du mal drin bist, ist ja ein gutes Programm, aber es ist schwierig zu erlernen. Ja. Aber wenn du mal drin bist und die sind das gewohnt, diesen Kunden empfehlen wir nach wie vor den XT zu verwenden, weil der XT ist 1:1 Basecamp kompatibel. Du kannst deine Routen rüberspielen, wenn du das Gerät einschaltest, zeigt er neue Route, erkannt, importieren, ja, nein, fertig, folgen. Und bei XT2? Das hast du beim XT2 nicht. Okay. Ja. Das heißt, du müsstest einen Umweg gehen mit Umwandeln in Tracks und diese Geschichte. Das ist dann schon wieder ein bisschen freakig. Alles klar. Ja, und deswegen empfehlen wir das den BMW-Fahrern speziell. Und auch denen, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, müssen wir auch sagen. XT alleine kostet aktuell 429 bei uns. Ja. Ja, ohne die Tourradurchhalterung. Ist aber, wie gesagt, für Straßenfahrer ist das okay. Und XT2? Wir sind XT2 kostet ohne 5,99 und im Set 7,49. Alles klar. Bei dieser roten Empfehlung sind beliebte Motorradstrecken dabei, Michelin Scene Roads und Garmin Adventure Routing. Die sind so Empfehlungen, die man auf Gerät und auch im Trade bekommt. Das ist sehr, sehr gut,
denn für jemanden wie mich, der manchmal einfach Nase nach fährt, auch in einem fremden Land, dann sehe ich auf der Karte, oh, da ist er blau, vielleicht ist er eine gute Strecke, da, vielleicht sollte ich abbiegen und diese Strecke fahren. Das ist eine sehr große Option. Das hat mir richtig gut gefallen. Hut ab, Garmin. Es gab nach dem XD, kam der Tread. Ja. 5 Zoll, gleiche Größe wie der XD. Der hatte sehr viel Offroad-Fähigkeiten und eine App, die sich Tread-App nennt. Okay. Und diese Tread-App, die hast du am Handy, mit der kannst du Routenplanung auch am Handy machen. Okay. Das geht mit dem XD nicht. Das stimmt. Ja. Und viele Kunden sagen, ich will Routenplanung nicht nur am Gerät machen, was eigentlich das ist, was ich am liebsten mache. Aber die Kunden, viele wollen das anders. Und unterwegs habe ich aber mein Notebook nicht dabei und ich will auch nicht alles vorplanen. Ich will die Routenplanung am Handy machen. Deswegen ist der XD2 gekommen, ein bisschen als Schnittmenge von XD und Tread. Und Tread, okay. Ja. Und ab dem XD2 kannst du alles mit dieser Tread-App am Handy machen. Ja. Und was der XD2 auch kann, ist, dass er vom Tread den größeren Kartenumfang mitgenommen hat. Grundsätzlich ist es so, dass der Kartenumfang beim XD und XD2 sehr ähnlich ist. Das heißt, du hast sowohl die City Navigator, also das ist die Straßennavigationssoftware, ja, als auch Topo Active Europa hast du vorinstalliert, ja, auf beiden Geräten. Ja. Und die sind einfach von Haus aus drauf installiert? Die sind von Haus aus drauf, ja. Was insofern wichtig ist, weil alle Topokarten zum Beispiel, die du drauf hast, hast du auch dann immer das lebenslange Update, wenn das vorinstalliert ist. Ja, gilt für die Straßen, für die City Navigator Straßenkarte genauso. Verstehe. Ja. Ich weiß es wirklich nicht, habe ich zum Glück nicht probieren müssen, nicht probieren wollen auch nicht. Ist Unfallerkennen bei XD2, wenn das Gerät mit Trend am Handy verbunden ist, gibt es auch eine Unfallerkennung und SOS-Ruf. Also wenn das Gerät erkennt, okay, da läuft irgendwas schief, der hat sich auf die Schnauze gelegt, schickt eine Nachricht durch dein Telefon, durch dein Handy an festgelegte Nummer. Wenn du kannst eine Nummer, eine Notfallnummer, Kumpel zu Hause, wie auch immer, festlegen, damit derjenige zu Hause weiß, oh, so, jetzt muss ich mich auf den Weg machen und denjenigen retten. Das gibt es auch. Würdest du mir empfehlen, ein Upgrade vorzunehmen, einen Umsteig? Ja, kannst du mir empfehlen, dass ich diesen Schritt wage und sage, ja, okay, extra 4 Jahre, ich habe durch Regen und Sonne und Offroad und alles geführt. Ja, jetzt hätte ich gern einen Upgrade. Ich wüsste jetzt von Haus aus keinen zwingenden Grund, umzusteigen auf den XD2. Außer eben diese eine Funktion, Routenplanung mit dem Handy, mit der Tread-App. Das ist etwas, was die Kunden teilweise wirklich wollen und daher auch umstellen. Habe ich auch gesagt, dass das Gerät über WLAN Update kriegt. Bei XD war auch so. Kein großer Unterschied, habe ich gemerkt. Was sich aber im Positiven geändert hat, sind die 2 Buchsen unten. Einmal habe ich da USB-C. Warum mich über USB-C jetzt freue. In Deutschland hatte ich ein kleines Problem. Und zwar die Navi-Halterung, der hat 2 Pole. Ne? Obere Pole ist gebrochen. So, jetzt stehe ich dort. Ich kann mein Navi nicht aufladen, weil ich diese USB-Kabel nicht habe. Und diese USB-Kabel ist auch nicht irgendeine. Es ist uralte, große A-Kabel. Das zu finden ist ja auch eine Geschichte. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, wie komme ich jetzt weiter? Ja klar, man kann mit Handy navigieren und keine Ahnung, aber ich wollte, dass das Navi funktioniert. In dem Fall könnte ich mit USB-C laden und losfahren. Ja, wie bei Laden sind, sage ich, die Akku auch. Der Akku, der in XD2 und XD eingebaut ist, ist glaube ich gleich. Ich habe keine Infos gefunden. Aber Akkulaufzeit ist gleich, ja. Ob Akku, die gleiche Akku drin ist, diese Lithium irgendwas Akku drin ist, weiß ich nicht. Aber Akkulaufzeit ist gleich. Wenn man 100% Helligkeit einschaltet, 3,5 Stunden hält,
Und wenn man ein bisschen tiefer, die Helligkeit ein bisschen tiefer stellt, kann bis 6 Stunden damit fahren. Helligkeit ist ja auch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Bei XT hat man so einen grünlichen Hintergrund. Bei XT2 ist das zu einem weißen Licht geworden. Dementsprechend, ich meine, Garmin sagt, dass beide Gerätschaften haben so ungefähr 1000 Nits Helligkeit. Ja? XT2 1005, XT sagt man 1000 Nits. Ich weiß es nicht. Also wenn ich diese Info nicht hatte, hätte ich gesagt, XT2 ist 1000 Nits und XT ist 800 Nits, weil XT2 ist wirklich, wirklich hell, also richtig hell. Und Bildschirm ist ja auch groß, habe ich gesagt? Ich weiß nicht. Bildschirm bei XT2 ist 6 Zoll, so diagonal, bei XT ist 5,5 Zoll. Dieser Bildschirm, was ich gesagt habe, das leuchtet mega gut. XT hat mich nicht wirklich gestört, um zu sagen, ja, der klumpert, sehe ich nicht und ich bin zu alt geworden, jetzt brauche ich ein helleres Gerät. Nein, das war nicht so, hat es gut funktioniert. Touchscreen allerdings bei XT2 taugt mir richtig, richtig gut. Also ist völlig egal, bei welcher Handschuhe, mit welchem Handschuhe das Gerät bedienst, mit Finger, mit Touchscreen-Handschuhe, mit normalen Handschuhe und keine Ahnung, funktioniert und ganz genau. Genauer und sensibler als XT, das muss ich sagen. Ich habe die Unterschiede zwischen XT und XT2 geschrieben, damit ich nicht durcheinander bringe. Das ist nur eine kurze Ansage. Das Gewicht von XT ist 270 Gramm umgerechnet. Und von XT2 ist 340 Gramm. Macht einen Unterschied für mich, diese 60, 70 Gramm? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da vorne an der Brücke bei Africa Twin habe ich auch keine extreme oder halt extra mehr als XT-Vibration oder irgendwas gemerkt. Überhaupt nicht. Gar kein Thema. Wasserdichtigkeit. Bei beiden sind wir bei IPX7. Das steht für 1 Meter unterm Wasser und 30 Minuten. Also 30 Minuten kann man das Gerät unterm Wasser halten, 1 Meter, und es passiert nichts. Ich weiß nicht, ob man mit dem Navi tauchen geht, aber ich habe bis dato mit Regen, was Wasserdichtigkeit angeht, kein Problem gehabt. Was Regentropfen angeht, kommen wir dann nachher dazu. Ein Bildschirm, wie gesagt, beide sind HD, TFT. Preis? Ich glaube, wenn man kein Navi hat und sich ein Sumo holen, ein Garmin Sumo holen möchte, ist die Entscheidung sehr leicht zu treffen. Ich würde direkt XT2 holen, weil besser ist. Und als letztes machen wir einen Regentest. Machen wir einen Regentest. Bei Datenübertragung kann ich immer noch mein GPX-File mit Handy, weil Garmin hat auch ein App, kann ja, ich GPX-Daten ja. auf XT2 übertragen ja. und verwenden? Ja, kannst du. Geht besonders gut wieder mit dieser Thread-App. Alles klar. Ja, ich hatte erst neulich einen Kunden, der hat sich das XT2 geholt. Er hat gesagt, er hat sich die GPX-Daten vom Trans-Europe Trail Ungarn runtergeladen. Und mit der Thread-App,
direkt ins Gerät hinein und fertig. Damals habe ich bei XD sehr oft angesprochen, diese Bedienerfreundlichkeit. Ja? Bei TomTom, man schaltet ein und man weiß, wie es funktioniert. Bei Garmin XD hat man es versucht, ein bisschen besser machen, aber es geht immer noch. Ja? Es gibt immer Luft nach oben. Deswegen möchte ich das ansprechen. Bedienerfreundlichkeit bei XD2 ist ein sehr großer Sprung und hat sich in Vielfachen verbessert. Das gefällt mir ganz, ganz gut. Wenn man in Menü schaut, sieht man ganz, ganz deutlich, was man haben möchte, was man suchen möchte und so weiter und so fort. Wie am Anfang gesagt, ich habe ein XD und ich dürfte ein XD2 zum Probieren ausborgen, um damit ein bisschen Erfahrung sammeln. Das war die Idee dahinter überhaupt. Aber ich habe mir nicht zugetraut, einfach das Gerät mitnehmen, nochmal so wie in Italien, einfach das Gerät mitnehmen und mich auf den Weg machen. Habe ich trotzdem mein XD mitgenommen. So, jetzt pass auf. XD2 in Deutschland hat erster Tag sehr gut funktioniert. Am zweiten Tag hat sich aufgehängt. Also hat mich geführt, Navigation ist gelaufen, aber ist eine Meldung darauf gekommen und hat der Bildschirm nicht funktioniert. Der hat einfach nichts gemacht. Ich habe es ausgepackt, also ich habe es weggepackt, einen Tag mit XD gefahren und am dritten Tag habe ich nochmal eingeschaltet und nochmal am Abend hat sich aufgehängt. Also das war das zweite Mal. Also der Bildschirm hat nicht reagiert auf Touch. Alles andere hat funktioniert. Also dein Knopf und Aufladen und alles hat funktioniert, außer diese Touchscreen. Es hat nicht funktioniert, es hat nicht reagiert. So, und da habe ich gesagt, weißt du was, ich fahre mit XD und die Geschichte ist zu Ende. Das brauche ich nicht. Habe ich Niki gesagt, habe ich gesagt, es tut mir leid, das ist so passiert und damit kann ich nicht umgehen, ich schicke das Gerät zurück. Der hat gesagt, weißt du was, das ist ein technisches Problem, was jedes Gerät haben kann. Dafür haben wir Garantie, dafür haben wir Gewährleistung und keine Ahnung, wenn ein normaler Kunde sowas passieren sollte, sind wir auch da und tauschen wir das Gerät oder reparieren Gerät, das, wie auch immer. Wir gehen mit dir auch wie ein normaler Kunde um und schicke uns diese XD2, was du hattest, was du zur Verfügung gestellt bekommen hast und wir schicken dir ein anderes XD2. So, gesagt, getan, habe ich das Gerät getauscht und jetzt bin ich eine Weile, eine lange mit XD2, das zweite, was ich bekommen habe, unterwegs. Deswegen ist dieses Video so lange gedauert, bis ich drehen dürfte, sag ich mal. Ich musste eine Erfahrung damit sammeln. Ich musste schauen, ob das wirklich bei dem Gerät so war oder allgemein. Weil ich habe mal gesagt, wenn ich ein Gerät, sei es von Cardo, sei es eine Kamera, sei es das hier benutze, ich kille diese Gerätschaften. Ja? Es ist nicht so Normalgebrauch, sondern Test. Man muss, oder halt ich, mache alles damit. Speise ich ins Wasser, ohne keine Ahnung, stelle ich vor der Sonne. Alles, was im normalen Leben passieren könnte. Das musste ich alles mit dem machen, damit ich eine ehrliche Erfahrungsbericht euch präsentiere. Also eine Zusammenfassung, kauft das Gerät, wenn ihr XD2 kaufen wollt, kauft bei einem Händler, bei einem Anbieter, der diese Gewährleistung ernst nimmt und euch beisteht, sollte was passieren. Das einfach im Kopf behalten. Das zweite Gerät ist da und fahre ich jetzt so ungefähr seit einem Monat damit. Habe ich vieles damit angestellt. Ja? Keine Ahnung, Kopfhörer anschließen und Navigations, alles im Kopfhörer hören, sich führen lassen. Und was auch immer ich damit gemacht habe, hat sich nicht mehr aufgehängt. Also
Ihr merkt das, ne? Diese Skepsis ist immer noch da, dass ich mir zweimal überlegen muss, so nächste Reise fahre ich mit dem oder muss ich extra mein Äxte mitnehmen? Aber ich glaube, langsam ist diese skeptische Gedanken von mir, den sind dann langsam weg. Kann ich mir zutrauen, mit dem zu fahren, mit Äxte 2 zu fahren? Ja, wie gesagt, navigationseinfach, hell. Kann ich mir vorstellen, mit Äxte 2 zu fahren. Aber kommen wir dazu, um zu sagen, für wen ist dieses Gerät überhaupt? Weil heutzutage gibt es Handy, gibt es andere Gerätschaften, gibt es CarPlay, gibt es Moto 2 und alles, was es heutzutage gibt. Für wen ist dieses Gerät? Es gibt Menschen da draußen wie mich, die ein Navigationsgerät brauchen. Also ich brauche das Handy für viele andere Sachen, für Kommunikation, für online sein, für Video machen und was auch immer ich mache damit. Ich brauche immer volle Akku und das kann ich mir nicht leisten, das Gerät, also das Handy als Navigationsgerät benutzen. Das habe ich bei, CarPlay auch gesagt. Ich fahre gern mit Navi, weil ich mein Handy für was anderes brauche. Sonst CarPlay funktioniert auch. Ne? Bleiben wir bei Navi aber. Ich brauche dieses Gerät, weil, also für wen ist das, haben wir gesagt. Dieses Gerät ist für mich, weil ich ein Navi-Typ bin. Ich brauche Navi. Und besonderes, XT2 ist für mich gemacht, denn in einem fremden Land kann ich Nase nach fahren und irgendwo, wo mir zeigt, da könnte schön sein, einfach abbiegen und schöne Strecken, spannende Strecken erleben. Das ist für mich, das brauche ich. Für Menschen, die ein robustes Gerät brauchen, für den ist auch das hier. Für Menschen, die ein bisschen Kohle haben, sage ich mal, und kein XT haben. Das ist nur meine Meinung, ja. Wenn einer kommt und sagt, ja, ich habe eine XT gehabt, jetzt verkaufe ich für, keine Ahnung, 200 Euro und kann ich mir leisten, 550 Euro ein XT2 zuzulegen. Ja, gut und schön. Ich bin jetzt nicht in der Lage, das zu machen. Also hätte ich Kohle gehabt, hätte ich freie Kohle gehabt und hätte ich kein XT gehabt, hätte ich mir sofort ein XT2 genommen. Aber ein Upgrade leider in dieser Zeit kommt für mich nicht in Frage. Eben aus finanziellen Gründen. Hätte ich kein XT gehabt, sofort ein XT2 da und habe ich diese Trade-App gefeiert. Hubschrauber fährt. Super. Und ich sage vielen Dank. Ja, ich danke auch. Ich möchte noch sagen, dass wir immer mitlernen mit unseren Kunden. Wir hören immer gut zu, was sie uns berichten. Sie sind ja auch viel mehr unterwegs als wir, weil wir vor allem ihr jetzt in der Hochversion sind wir am Arbeiten. Ja. Und gelegentlich kommt wer und mit einem Gerät in der Hand und sagt, du, ich habe was entdeckt, das Gerät kann das oder das nicht und so weiter. Und da hören wir immer gerne zu und so werden wir auch klüger. Das schätzen ich. Wir auch sehr. Dieses Geschäft kennen viele von euch durch Wolfs. Grüß dich, Wolf, falls du das Video anschaust, falls du irgendwann mal Zeit hast, dieses Video anzuschauen. Ihr kennt dieses Geschäft, Turatec in Baden. Noch was wollte ich fragen, was habt ihr da alles überhaupt? Nur Turatec-Zeug oder ich sehe ein paar andere Sachen auch. Von Revit habe ich gesehen, von Klein gesehen. Ja. Ist so, also zum einen sind wir wirklich der Turatec-Stützpunkt in Österreich. Also wir haben hier das ganze Importlager. Ja. Und machen von hier aus den Versand, haben aber auch den Verkauf, sowohl was Technik betrifft als auch die Bekleidung. Mhm. Haben aber vor 2-3 Jahren begonnen, auch, weil Bekleidung immer wichtiger und immer mehr gefragt wird, auch Climb dazu zu nehmen, was teilweise ganz andere Kundschaft bedient, wo wir mit Duradec jetzt zwar sehr gut für die klassischen Reisenden aufgestellt sind, aber die wirklich, sage ich jetzt mal, Hardcore und extrem Reisenden, die auch amerikanischer gebaut sind, jetzt vom Zuschnitt her, finden bei Climb vielleicht
eher was bei uns als in der, bei der Turadech-Palette. Und ja, es gibt ja eine Zusammenarbeit zwischen Turadech und Revit. Also der Rambler-Anzug zum Beispiel von Turadech wird zusammen mit Revit entwickelt und wird für Turadech mit kleinen Modifikationen gebaut. Den gibt es auch in einer Revit-Version. Und auch bei Revit haben wir uns ein paar Sachen aus dem Programm dazugenommen, ganz einfach, um damit wir wirklich ein möglichst rundes Angebot haben für möglichst alle, ich sage jetzt mal, Enduro-Reisenden. Wir bedienen jetzt nicht alle klassischen Motorradfahrer. Es ist schon der Enduro- und Abenteuer-Reisende bei uns gut bedient. Wir sind im zweiten Stockwerk. Es gibt hier sogar Reifen. Ich habe jetzt gerade gesehen. Voll viel Kram. Der Niki hat gemeint, dass jetzt Unordnung ist. Für mich ist beste Ordnung. Überall liegt Motorradzeug, überall liegt, keine Ahnung, Ersatzteile und was weiß ich auch. Ja, ich bin zum ersten Mal da. Wird nicht das letzte Mal sein. Ich sage euch. Klamotten von Revit, wie gesagt, von Kleim, von Turatec selbst. Und der hier, dieser Turm, steht immer da, ist immer aufgebaut. Man kann sich anschauen, man kann ausprobieren, vorbeikommen, anschauen, anfassen, antasten, sich erklären lassen, sich belehren lassen. Und da geht's mit Klamotten weiter, wenn man runterkommt. Helm von Turatec, Helm von Kleim. Ja, alles, was Motorradfahrers Herz begehrt. Und da drüben gibt es hunderte von BMW. 1300. Kommt, es kommt alles. Ich danke dir. Machen wir so. Ich danke dir vielmals. Gute Reise. Danke. Servus. Und würdest du mit XD gehen oder mit einem XD2? Oder vielleicht hast du XD. Kannst dir vorstellen, dein Gerät gegen einen XD2 upgraden? Lass mich deine Meinung unten in den Kommentaren wissen. Turatec Austria, vielen Dank für diese Möglichkeit und dass ich das Gerät ausprobieren dürfte und dass ich meine Meinung wie immer ehrlich sagen dürfte. Ihr Lieben, wünsche ich euch immer wieder gute Fahrt mit Navi oder ohne Navi. Macht's gut, ciao.